Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Planet Zoo. Ja, ich habe ein bisschen was gemacht offscreen, beziehungsweise ich habe es aufgenommen, aber ja, das war langweilig, das eben vorgespult zu zeigen. Deswegen habe ich es jetzt so gemacht. Und genau, also, was haben wir gemacht? Wir haben das da hier geändert, beziehungsweise vergrößert. Das ist jetzt ein großes Research und ein großes ne, Mitarbeiterraum und so weiter und Tierhütte. Dann haben wir dasselbe hier drüben gemacht. Ein bisschen alles größer gemacht. Dann, genau, die ganzen Lampen habe ich jetzt gemacht. Dann habe ich hier eine Windkraftanlage hingebaut, damit dieser Teil von den Lampen auch mit Strom versorgt wird. Dann habe ich hier eine kleine Verkaufszeile gemacht. Was gerade. Ja, da komme ich gleich drauf. Genau, weil viele, die hier waren, haben sich beschwert, dass hier so viel los ist. Das stimmt ja auch. Und hier ist eben auch nichts los, weil hier noch kein Tier ist. Da werde ich jetzt diese oder nächste Folge werde ich anfangen, hier ein langes Gehege zu machen für die Geparden. Klar, wir müssen. No, also ich will es ja schon mal planen. Also auf jeden Fall ein längliches Gehege, damit die rennen können. Genau, hier hinten kommen dann Bisons hin, weil so die Grizzlies und die Wölfe sind ja auch amerikanisch. Genau, Bisons und andere Steppentiere, oder also amerikanische Tiere. Dann. Oder vielleicht kommen hier die Geparden hin. Also hier noch mehr Afrikanisches. Und dann kommt hier Asiatisches. Und hier ist ein Luftballon. Oh. Genau. Was ich noch geändert habe, weil die da oben, die Verkäufer, die hatten einen ewig langen Weg zu ihrem Mitarbeiterraum. Die müssten hier lang, hier lang, hier lang. Beziehungsweise, nee, die mussten hier, hier, hier zurück und dann da. Das ist, ja, da haben sie so recht gemeckert. Deswegen hab ich hier so eine Wendeltreppe runter gemacht. Jetzt ist alles gut. Und dasselbe habe ich hier gemacht. Also, dass das besser vernetzt ist. Ich glaube, hier mache ich auch nochmal sowas hin. Wobei, jetzt mit der Wendeltreppe ist das eigentlich alles gut. So, was habe ich dann noch gemacht? Ich habe hier die ganzen Verkäufer. Wir haben ja unendlich viele. Wir haben 41 Verkäufer. Also, ich habe. Wir hatten am Anfang so 30, 31 Verkäufer. Und dann war mal ein Punkt, wo ich glaube, fast alle Verkaufsstände waren leer. Also da waren keine Verkäufer drin. Und da dachte ich, es würde reichen, es würde gut sein, wenn ich pro Stand zwei Verkäufer habe. Und hier ist es anscheinend jetzt nicht so gut. Und deswegen habe ich hier ziemlich Orga gemacht. Eine ziemliche Orga. Und zwar habe ich jeden Bereich, also jeden Käuferbereich, so hier Eingang, hier Asien, da kommen noch Pandas und so weiter hin. Dann hier Norden und hier Steppe. Und jeweils habe ich, also hier zum Beispiel sind 10 Verkäufer für die Steppe zuständig. Arbeitet. Genau, das ist der, der arbeitet. Der ruht sich aus. Der ist untätig. Der ist gerade hier. Der ist ziemlich, meine Finanzen sehen gut aus. Ich werde langsam ein wenig müde. Ja, okay, die haben wahrscheinlich alle gerade Schluss gemacht. Und ja, ich muss das halt so trimmen oder so machen, dass
so aufbauen, dass wirklich die einen dann aufhören zu arbeiten und die anderen fangen dann an. Ich könnte dir auch. Ich könnte dir auch anfangen auszubilden. Dann könnt ihr auch besser arbeiten. Ja, 55%. Okay. Ja, auf jeden Fall werde ich das auch irgendwann mal machen. Genau, und was ich gerade gesehen habe, mein Alpha-männliches Wolfstier ist gestorben an Altersschwäche. Und jetzt schon, das ist so krass. Also wahrscheinlich war der. Also ich habe eigentlich nicht drauf geschaut, wie alt der ist. Das war der Fehler. Und ich habe den ziemlich teuer gekauft. Also ich habe den für, ich glaube, 250 gekauft. Und jetzt habe ich mir ein neues Rudeltier geholt. Warte. Hier ist, glaube ich. Ich hole hier noch mal ein. Ein Handelszentrum hin. Warte, nee. Dann, also es dauert zwar dann ein bisschen, bis die von hier nach da drüben getragen werden, aber das ist ja wurscht. Genau, ich habe mir jetzt ein neues Tier geholt. Ich lass mal einfach laufen. Ich habe mir ein neues Tier geholt, das jetzt eine schlechte Immunität hat. Und deswegen hat es nur 50 Dollar oder wenig Geld. Ja, das kommt gleich wieder hoch. Weil wir machen gerade 25, 26 plus. Also, ja, da warte ich jetzt ein bisschen bis, ja, eine kleine Schräglage. Da waren ja schon wieder ran, da Löhre da. Ich muss echt schauen, dass die. Dass die schneller geschnappt werden, beziehungsweise. Also, ich habe eigentlich schon viele Sicherheitsleute da. Sehr gut. Das ist super. Das ist richtig gut. Ich muss die auch mal umbenennen. Weil ich muss wissen, wo deren Ding ist. So. Also na, ihr wisst schon. No path to my work zone from here. Wo arbeitest du denn? Verkäufer. Asien. Ja, nee, es gibt wirklich keinen. Ja, nee, das. Ja, du hast recht. So. Ups. So, Alpha-Status immer noch. Springbok. Und afrikanischer Strauß. So. Karl-Heinz, ja, der hat den Zaun kaputt gemacht, ne? So, ausgewachsen. Verletzt? Tierpfleger ist unterwegs. Tierarzt. Vier 4,4 Jahre alt, okay. Getränkeladen, das ist gut.
Ich will auch irgendwann, genau, Strom ist auch super, dass das geforscht wird. Souvenirladen ist auch ganz nett. Aber Gehege muss sein und Barrieren auch. Ich will die in die Glas, die Glasfront haben. Ich kann das Tier von hier aus nicht sehen. Also die sind alle extrem kurzsichtig. Das ist echt komisch. Njung. Oh, okay, hier habe ich gar keine Tierklinik. Ah, okay. Das muss natürlich geändert werden. Weil hier sind ja die ganzen Zicken hier. So, Quarantänebereich. Mitarbeiter, Forschungszentrum, Tierpfleger. Forschungszentrum. Tierpraxis. Ah, von. Ja. Okay, also, Quarantänebereich, Tierpraxis. Ich muss mal schauen, ob ich. Alter, das ist Quarantänebereich, Tierpflegerhütte. Warte, ich schau mal, ob die da reinpasst. Ah, kein Geld, na toll. Dadam, dadam, dadam. Jetzt mach mal mehr Kohle hier. Ich spiele das Spiel viel zu oft in Pausenmodus. Alter, wie viele Zoopfleger hier sind. Und überall wird. So. Und überall, ist der Schrott drin, ne? Okay. Ja, passt fast rein. Nicht wirklich. Ja, wobei. Raster. Was passiert denn jetzt? Ich will aber kein Raster. Warte. Ich kann es nur komplett. Ja, vielleicht. Nee, aber so kann ich es auch nicht. Ja, das ist doch blöd. Okay. Naja, gut. Also. Dann machen wir es halt nicht so. Okay. So, was machen wir jetzt? Auf jeden Fall, ja, wir lassen es einfach mal laufen. Ah, nee, das ist die Alpha-Frau. Und das ist jetzt der.
Wolf, ne? Genau, der hat Immunität katastrophal. Aber die Kinder wären toll. Vor allen Dingen, ich habe drei. Oh. Komm nochmal. Du kommst da hoch. Spring nochmal hoch. Oh, das hat schon gereicht, oh Mann. Schade. Gut, wenig Geld, Forschung abgeschlossen. Sehr gut. Der ist jetzt aktive Krankheit. Dann Napoleon, ja, der kann kurz Pause machen. Kurz kann er Pause machen und dann erforsche ich nochmal die Krankheiten abgeschlossen. Schon wieder. Gut, der kann jetzt auch Pause machen. So. Krankes Tier entdeckt. In die Quarantäne bitte. Campylobacter. Ah, genau. Ich wollte die ja noch umbenennen, ne? Die Techniker auch. Eingangsklaus. Dann Vogel Crazy. Aubrey. Ist das ein. Ja. Löwen. Lude. Stepper. Wildhunde. Wildi. Norden. Techniker of the North. Dann Steponski. Ja, mit I, ne? Und der wieder of the North. So. Gut, Sicherheitsdienst, ja, das ist egal. Verkäufer, das ist auch wurscht. Und Tierarzt. Ist Brad Norden. Vogelmüller. Steppen Ingo. Jane. Wild. Wilde Jane. Napoleon. Napoleon Nord. Gilles Löwe. Götz Vogel. Vogelgott. Und hier Stacy schon wieder. Stacy Nord. Gut. Dann weiß ich auch, auf welche Tiere ich sie anvisieren kann, so ungefähr. So, gut. Also, Wasseraufbereitung. Techniker. Forschung abgeschlossen. Schon wieder, Alter. Das ist geil. Das ist richtig gut. Das ist richtig schön. Eingangsklaus. Der Eingangsklaus wird jetzt auch neue Welt machen. Löwendude, der hat ja nichts zu tun. Wildi, der ist ja in Afrika unterwegs. Dann Vogeltrace. Rückzugsort. Das ist vielleicht auch ganz gut. So. Genau, dann hier. Forschung abgeschlossen. Ja, komm, ich mache jetzt komplett alle Krankheiten im einfach
klassische Schweinepest. Einfach, dass ich alles hab. Wobei, Affen werde ich sehr lange nicht haben. Wenig Geld, ja, ich weiß. Wieso habe ich jetzt, Jetzt habe ich ja wieder nur noch 1000 oder was. Nee. Genau. Hier kommen wieder Leute, das ist gut. Hier ist jetzt wahrscheinlich... Ah doch, hier sind auch noch Sauberkeit des Geheges. Schon wieder. Das sind... Wie viele Jungtiere ich habe, das ist ja heftig. Ich glaube, ich muss die fast steril machen. So. Na, der ist nicht ganz so toll, ne? Naja, gut. Wohin geht die? Wildhunde. Steppe. Und der wahrscheinlich auch Steppe. Ja. So, gut. Ich brauche bald eine Erfrischung. Ja, dann geht mal zum Geldautomaten. Ja, vielleicht sollte ich den auch woanders hinstellen, oder? Ja, wobei, das passt alles. Tüffelhyäne wird bald erwachsen. Das ist natürlich schön. So. Aber ich frage mich, warum die hier hingehen. Hier sieht man nichts. Der ist nicht gerade beeindruckend. Hallo? Das ist... Also besser geht's nicht. Also hier unten wäre es nicht beeindruckend. Na egal. Also die pennen halt gerade. Es ist sehr spät. Oh Mann. Die haben echt Probleme, der Pfau mit Krankheiten, ne? Das ist echt krass. Ach, was auch interessant. Achso, der wird gerade. Was auch krass ist, ist, dass. Ich hatte ja zwei goldene Strauße und einen bronzefarbenen Strauß im Angebot, sag ich mal. Und die wurden nicht verkauft. Also, das ist schon heftig. Also ich hab's da für, ich glaube, 50 dann reingemacht. Aber das ist ausgewachsen und die stirbt bald. Genau, aber das war total egal. Und hier könnte ich, und ja, natürlich. Genau, und was wollte ich gerade sagen? Genau, und dann habe ich es für, ich glaube, 50 angeboten. Und das war, ja, nicht viel mehr als das, was ich bekäme oder bekommen hätte, wenn ich es verkauft hätte. Also, oder, nee, freigelassen hätte. Und deswegen, ja, habe ich es am Schluss dann wirklich freigelassen. Ja.
Hier ist eine Menge Sachen kaputt, ja. Schon wieder, Alter. Getränkeladen. Irgendwann will ich auf jeden Fall auch eine Eisenbahn machen. So, die dann vielleicht, weiß nicht, die 2000, die irgendwie rundrum fährt. Also vielleicht eine Eisenbahn, die eine Kurzfahrt ist und eine, die um das Ganze dann, genau, um das Ganze dann schwebt, sag ich mal. So. Ich will den die ganze Zeit freilassen, aber das klappt nicht. Ich kann den nicht freilassen. Nein, der ist schon sehr lange da. Na egal. So. Lösen, da brauche ich echt noch ein bisschen mehr. Da brauche ich wirklich noch ein bisschen mehr. Für Elefanten brauche ich auch mega viel. Und? Wie geht's euch? Lebenserwartung ist echt nicht so groß, ne? Der ist schon besser. Ausgewachsen 10,5 Jahre. Ja, die ist auch nicht so super. Wo ist denn der Papa? Da, der nimmt einen Bart. Swindel. Wieso heißt der Swindel? Der ist schon ganz gut. Gut, Forschung am S. Es ist echt krass, wie schnell die Forschung ist. Sind. Ich mache eigentlich gar nichts anderes als die Forschung abzuhaken. Maul- und Clown-Seuche, ja, die sollte man auch. Ich verstehe es echt nicht, warum ich jetzt wieder Minus habe. Ständig ist hier schmutzig. So. Nochmal Forschung. So. Tüpfelhyäne ist okay. Springbock ist nicht okay. Die verstecken sich da drunter. Cool. Aber ganz ehrlich, hier ist es doch voll cool. Hier kann man doch alles sehen. Hier ist eine Menge kaputt. Wo ist was kaputt? Das soll so, ne? Wo waren schon wieder Randaleure? Ich habe übrigens letztens Tickets sind sehr günstig. Was? Habt ihr euch angeschaut, wie? Ja, okay, dann 25 und 18. 18. So. Aber bis 23 Uhr ist. Ja, okay. Kann man nicht ändern, oder? Nee. 23 Uhr ist echt ein bisschen heftig. Gewinn nicht sehr viel. Bericht ansehen. Gehege 4. Gehege 4 ist das da, ne? Wow.
Wieso? Wieso? Nee. Flamingo. So. Inspektor kommt in einem Monat. Ey, was wollt ihr? Okay, sind im Zustand einiger deiner Tiere. Kümmern dich besser um die Tiere. Was? Das Blöde ist, ich kann mir das gerade. Ach, scheiße. Ups. Ups. Okay. Ups. Das ist auch schlecht. Das ist auch schlecht. Hey, was ist denn los hier? Techniker rufen. Techniker. Ist wirklich nicht gut, also ist, ach, die haben doch keine Ahnung. Ja, was mache ich hier? Ich glaube, hier ist es sogar. Hier ist es sogar sinnvoll, das Darlehen aufzunehmen, dass ich die schnell einkassieren kann. Ich meine, das sind. Ja, komm. So. Weil, ja, sonst fressen die hier alles auf. Okay. Das ist wieder ein bisschen okay. Alter. Vor allen Dingen, jetzt gleich kommt der. Alter. Ups. Ich hab fast alle verjagt hier. Vor allen Dingen, jetzt kommt dann der Inspektor. Genau, gut. Techniker rufen. Techniker. Ich erneue jetzt die ganzen Gehege. Okay, das ist in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Ja, Aktivist entdeckt. Ja, die kann ein bisschen warten jetzt. Alter, okay. Gut, ihr Schmuddelbären hier. So, ist das wieder. Nee. Okay, da ist der dran. Genau. Bin ich. Genau. Ja, jetzt bekomme ich wieder ein bisschen weniger Geld.
Aber wieso protestieren die, hä? Huh? Shaya. Hä? Die ist gerade in... Hä? Hä? Willst du mich verarschen? Die nimmt einfach die Box. Oh, süß. Die Box mit ins... Ist die big? Ist es voll? Nein. Es ist nicht voll. Was ist denn nur los mit der? Ich glaube, ich weiß, was los mit der ist. Hier gibt es keine Klinik. Aber... Was ist denn nur los mit der? Und vor allen Dingen, woher wissen die, wo sie ist, ne? Jetzt geh mal weg hier. Aber die kann ich gerade weiblich. Ja, keine Ahnung, was mit der ist. Ja, komm. Gut. Shanyana. Warte mal. Das kann ich ja von hier aus machen, glaube ich. Shanyana, wo bist du denn? Shanuria. Nee. Saumya? Nein. Hier. Hä? Hier entkommen. Ja, es ist so ein Schmarrn. Das ist nicht entkommen, das ist... Das wird gerade gegen ihren Willen festgehalten. Was ist denn los hier? Nein, ist es gar nicht. So ein Schmarrn. Ach, willst du mich jetzt verarschen? Schon wieder? Wo ist denn der Techniker? Da ist der Techniker. Kann ich dich jetzt dahin schicken, bitte? Und jetzt, wieso rennt die nach da? Von hier oben ist doch alles fein. Die machen mich echt fertig hier. Die machen mich echt fertig. Der ist ja immer noch dran.
Also an sich können die nicht fliehen. Was sei denn hier? Aber Techniker wurde ja schon ange. Ja, der macht natürlich die da. Ich weiß mal, was machst du mit der? Was machen die denn? Ich verstehe nicht. Genau, die können. Ja, okay, dann mache ich halt das selbst hier. Okay, mache ich nicht. Na gut, dann muss ich dich leider auch was handfertig machen und dich auch. Tut mir leid. Aber ein dicker Bär ist hier rausgesprungen. Wo ist denn der nächste? Ah, der ist da, okay. Okay, das da unten ist erstmal egal. Wo? Ja, weil die das sehen, ne? Diese Idioten. Gegen was er protestiert, ne? Ist da endlich ja jetzt der Techniker da? Nee. Okay, Barrierenstatus, ja geil. Warte. Geil. Richtig, richtig gut. Also es ist zwar schön, dass wir jetzt kleine Babys haben. Alter, ist das süß. Hungrig. Ja, okay, hier kommt. Hier kommt schon was. Aber ich glaube, dass die hier nicht durchkommen. Ah, warte, hier war doch gerade eben ein Techniker. Wie kann das sein? Ja, die kommen da nicht durch, okay. Wie kann das sein, dass das jetzt kaputt geht? Das ist ja Kacke. Entschuldigung. Das ist ja voll der Quark. Okay. Interessant. Ja, dann lasse ich mal einfach laufen. Also, was anderes bleibt mir gerade nicht übrig. Ja, jetzt mache ich halt ziemlich miese. Weil ich sehr viele vertrieben habe, ne? Ja, erstmal knötern. So. So. Hier wird auch mal. Ganz ehrlich, jetzt Barrierenstatus, hä? Ja, ich kann das nicht beheben. Oh Mann, ich hab das abgerissen. Verdammt.
Ah, warte, warte, ich habe eine Idee. Barriere. Ja, nicht genug Geld. Ich brauche dafür kein Geld. Danke. So, und hier kommt jetzt ein Felsen hin. Nein, kommt da nicht, weil ich kein Geld habe. Ach, das ist doch alles blöd. Warte, warte, warte. Doch, da kommt jetzt ein Felsen hin. Und zwar der da. Und zwar der da ganz fett hier rein. Bam. Haha. Ist das gut jetzt? Okay. Gut, der arbeitet jetzt da, würde ich sagen. Gut, mal schauen, ob das genug fliegt. Okay, der ist jetzt auch wieder gut. Puh, Alter, das war gerade ein Stress hier. Okay, das wird jetzt auch wieder geflickt. Wie geht's dem Gehege? Dem geht's gut. Dem geht's so lala, aber das ist mehr oder weniger wurscht. Dem geht's nicht gut, aber der ist gerade dabei. Was machst du mit der? Hä? Wieso bist du jetzt da? Okay, wir verfolgen die jetzt mal, weil ich will mal wissen, was für ein Quark die da macht. Wieso war die jetzt da drüben? Forschung, Wasseraufbereitung hat versagt. Strauß wird bald erwachsen. Hier können wir auch eine Verbindung bauen. Glaube ich, ganz gut. Okay, weh, du gehst jetzt irgendwo anders hin. Ich verstehe es nicht. Aber wahrscheinlich, weil hier gibt es kein Ding, ne? Hier gibt es keine. Keine Krankenstation. Gibt es im Norden eine? Wahrscheinlich. Okay. Sie wird endlich wieder nach Hause gebracht. Dankeschön. Das ist nicht sie. Tu sie sofort weg. Oh nein, das ist. Der Pfau ist gebuggt. Hä? Was für. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Was ist mit den Tierpflegern da los? Das ist echt krass. Die machen hier gar nichts. So, Forschung. Das Gehege ist beschädigt. Ich weiß das. Ich weiß nicht, was macht die? Geht zur Tierpraxis? Die soll den nicht in die Tierpraxis bringen, sondern in die Quarantäne. Sie so war kein Zinner.